Was bleibt bitte? Herzlich willkommen auf 999 Sit. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da und viel Spaß mit dem Video. Bei mir ist jetzt so weit, dass ich jetzt schon, also meine Wohnung, ich habe da schon geguckt, da gibt es gutes Internet. Jetzt haben wir, gestern war ich in meiner Wohnung drin, also ich habe die noch nicht, aber ich habe meine Verkäufer schon kennengelernt, die Vorbesitzer von meiner Wohnung. Also es sieht ganz danach aus, dass ich jetzt eine Wohnung habe, die ich mir kaufe. Hey, ey, das Wohnung ist doch gut. Doch kein Haus, nein. Haus wäre wirklich zu washed. Stell euch mal vor, ich kaufe mir jetzt ein Haus, weil das habe ich nämlich überlegt, ich wollte ja ein Haus holen, weil es so schön war einfach. Stell euch vor, ich hole mir jetzt ein Haus und ziehe so ein bisschen außerhalb von Berlin und nach so 6 Monaten merke ich, dass es richtig scheiße ist. Weil meine Freunde keinen Bock haben, dahin zu fahren und mich zu besuchen oder so. Und ich kann da nicht so gut Essen bestellen. Und mir ist langweilig, ich muss mich um alles kümmern, so Garten und so ein Shit. Und dann bereue ich so, dass ich mir jetzt schon ein Haus gekauft habe. Deswegen chill ich erstmal. Und am Ende ist das Haus sogar zu klein, dass da denn meine Familie leben kann. Also Kinder und was weiß ich alles. Aber was ich schon wieder denke, ne? Und ich hole mir jetzt eine Wohnung. In Berlin ist auch sogar teurer als das Haus. Neues. Aber ja, ich werde die auch so ein bisschen umbauen. Ich werde da eine Wand einreißen und so machen, wie ich will. Dann, ich habe da gutes Internet. Quadratmeter über 115. Irgendwie so. Und für das Datum und Ansicht. Ich bin gerade dabei, irgendwas mit Finanzierungspläne, was ich da machen muss. Ich habe keine Ahnung, ich verstehe gar nichts. Ich schicke mir da irgendwelche Entwürfe. Und ja, ich wohne dann auch in der Wohnung, ne? Also ich vermiete die nicht oder so, sondern wohne da selber drin. Größer als die jetzige? Ja, schon. Zinsen knallen rein gerade. Ja, ich weiß. Ich will am liebsten so eine Sondertilgung drin haben, dass ich die direkt abbezahlen kann. Aber ich darf erst nach 5 Jahren oder so abbezahlen, irgendwie so. Ja, ich habe irgendwas, ich habe keine Ahnung. Da war auch zum Beispiel das Ding, dass Monta hat damals für seine Wohnung auch keinen Kredit bekommen, als er die kaufen wollte, weil sein Einkommen nicht regelmäßig ist und so und was weiß ich alles. Deswegen hatte ich da ein bisschen Angst, aber Kredit ging eigentlich easy. Kostet so, also da kommen ja so Nebenkosten und sowas dazu, Maklerprovision, bla bla. Knapp 1,4 Millionen, Digga, für eine Wohnung. Lipton und Twitch, danke für den Sub. Digga, was man für 1,4 Millionen irgendwo in Spanien für eine Villa bekommt, ne? Also wirklich Villa mit Pool und so. Oder in L.A. sogar. In Berlin eine Wohnung, gute Lage, relativ modern, passt. Bist du schon dabei mit 1 Million. Also weil groß ist halt, ne? Hoffen wir mal, dass es eine gute Wertanlage ist. Ich habe keine Ahnung, Immobilien soll schon lange eine gute Wertanlage sein. Ich kann ja sowieso, wenn ich da drin wohne, jetzt nach 2 Jahren kann ich steuerfrei verkaufen, falls ich das möchte. Ich denke mal, ich werde da nicht so viele Probleme damit haben. Ich mache nichts falsch damit, ja. Meine erste Immobilie auch. Das Schlauste ist halt, so kleinere Immobilien zu holen, irgendwo in Berlin, Friedrichshain oder sowas. So eine 30 Quadratmeter Wohnung für 300.000. Zahle ich 50.000 an, muss im Monat 200 Euro zahlen und eine Miete 500 Euro ein pro Monat und damit bezahlt man das dann ab. So läuft es eigentlich. Sowas werde ich dann als nächstes probieren oder machen, ein paar Wohnungen kaufen. Dann hast du positiven Cashflow. Falls ihr die Möglichkeit habt, sowas zu machen, macht das. Ich habe das schon voll früh gelernt, wie das geht von Immocation oder so. Irgend so ein YouTube-Kanal, habe ich mir immer so angeguckt, aber ich habe es nie gemacht. Völlig ohne Sinn. Das ist eigentlich voll schlau. Und ich weiß sogar noch, wie das funktioniert eigentlich so. Also jetzt so Tipp an euch, so investmentmäßig. Ihr müsst nur irgendwie einen Kredit bekommen. So, ihr kauft eine Wohnung. Ihr müsst euch nicht gefallen. Kostet 300.000. 300k. Bop. Ihr zahlt. Okay, 50k werdet ihr jetzt nicht zur Hand haben. 20k zahlt ihr an. 20k zahlt ihr an. Und ihr müsst über 10 Jahre 10 Jahre 400 Euro zahlen im Monat, damit die fertig ist.
Ich weiß nicht, geht jetzt nicht auf, aber scheiß drauf. Kann auch sein, dass 20 Jahre sind. Ihr kauft die Wohnung, habt denn die Wohnung, ne? Ihr müsst nur 20.000 zahlen. Und ihr vermietet die Wohnung und bekommt im Monat 600 Euro Miete. 600 Euro Miete kriegt ihr von dem Mieter, die da drin wohnen, in deiner Wohnung. Ihr habt aber nur 20.000 dafür bezahlt. Ihr bekommt jetzt pro Monat 600 Euro. Von den 600 Euro gebt ihr 400 Euro oder benutzt ihr die 400 Euro einfach dafür, um abzubezahlen. Heißt, ihr, solange das Ding vermietet ist, müsst ihr nicht mal was dafür bezahlen. Ihr zahlt 20.000 und der Rest ist wirklich ein Money Glitch. Steuern abziehen. Ich weiß nicht, wie viel Steuern machen, keine Ahnung. Selbst wenn es hier 400 Euro am Ende sind es netto, die ankommen. Zahlen die trotzdem für euch das Ding ab. Und ihr habt am Ende nach 10 Jahren, wenn es vermietet war, Bob, sagen wir, es kommt kein Wasserschaden und was weiß ich alles. 10 Jahre später habt ihr 20.000 bezahlt, 20.000 bezahlt und das Ding gehört euch. Wohnung, eure, Bob. Und ab da ist das, was reinkommt, die 600 Euro, sagen wir, es sind einfach 600 Euro, sind dann einfach euer Geld, was so monatlichen Cashflow, was ihr einfach so bekommt. Nice Wohnung für 20.000. Du hast es dann nicht verstanden, Bro. Du bist wahrscheinlich 15 oder so. Das ist weit entfernt von der Realität. Nein, es ist einfach nur einfach erklärt. Nicht so leicht. Okay, ich hab's. So ist es ganz einfach erklärt. Ganz einfach erklärt. Ob die Zahlen stimmen oder nicht, ist doch scheißegal. Gut erklärt eigentlich, ja. Natürlich kommt dann auch ein bisschen Hausgeld und so ein Scheiß dazu und was weiß ich alles. Aber im Grunde genommen bezahlt dann jemand anderes für dich das Haus ab. Darum geht's. Ich hab's ja auch nie gemacht, weil das hört sich immer so, ja, okay. Hört sich leicht an, aber ich weiß nicht, wie das geht. Chirase, danke 5. Sehr gute Erklärung, man muss nur Ahnung davon haben und das checken. Guter Mann. Neue Crib besuchen. Dann. Am Ende will ich so. Ich will so 10 Wohnungen haben oder sowas, die ich vermiete oder die ich schon abbezahlt habe am besten. Mit Miete jeweils 2.000, sagen wir. So eine bessere Wohnung halt. Und dann verdiene ich im Monat 20.000. Und wenn ich will, kann ich eine Wohnung verkaufen, wenn ich Cash brauche oder so. Rich. Revi ist gelernter Immobilienkaufmann. Lol. You should call my phone.